Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Hier unter dem Boden scheint etwas zu sein. Ein paar gut platzierte Sprengsätze und alles ist okay. Also, wir dürfen diese wunderschöne Statue sprengen, damit wir da unter den Boden kommen. Manchmal ist sowas eben besser. Die erste Bombe geht an den Fuß. So. Genau, hier geht's jetzt erstmal rein. Noch schön voll die Wumme. Keine Gegner hier? No. Ein friedliches Level ohne Gegner nach Level 1? Gibt's sowas überhaupt noch? Wieso mache ich mir eigentlich Hoffnung? Ist hier noch was Schönes für mich? Nö. Auch toll. Ich sammle die ganzen Münzen, mach das schön durch die Vordertür und die sprengen einfach ein Loch in die Seitenwand. Ist ja nur ein antiker Tempel. Braucht ja keiner mehr. Ist ja alles nur unersetzlich hier drin. Ach, weg damit. So, die Freunde des Kletterns kommen jetzt auf ihre Kosten. Oh nee, ich muss darüber. Jetzt wird's schön. Dreizack, Beitsche. Sehr schöner Spruch. Hier könnte man auch überspringen, aber da ich faul bin, beziehungsweise einfach clever, machen wir das so. Hier bekommt der Begriff Arschbombe doch eine völlig neue Bedeutung. Ja. Wie gesagt, neue Bedeutung des Begriffs Arschbombe. Da kommt er hoch. Oh, ja, stimmt. Man könnte auch unten bei diesen Ranken starten, aber so spart man sich Zeit. Jetzt muss ich ihm nur einen kleinen Schubs geben. Würde ich mal sagen. Stößchen. Auch geil. Ich beschwere mich darüber, dass sie das Loch in die Wand springen und stoß hier eine antike Statue von einem Gott um. Oh ja, an den Kampf kann ich mich sehr gut erinnern. Und zwar auch, dass dieses hübsche kleine Spielzeug da nicht wirklich was bringt. Da muss mehr her. Die Superharpune. So, was gibt es bei diesem Kampf zu beachten? Im Prinzip, dass diese
Plättchen nicht ganz so freundlich sind. Wer häufiger mal um Jahrmarkt ist, könnte hier im Vorteil sein. Aber Auto-Aim gibt es natürlich auch. So, jetzt mal ein kleiner Trick zum Zeitsparen. Statt alle Bomben einzeln zu machen, kann man auch zwei mit einer Welle. Und raus aus dem Wasser. Könnte zeigen, was sie machen, aber ich verrate sie aber einfach. Sie saugen sich fest und nehmen mich mit. Zum Kran. Das könnte, glaube ich, mein schnellster Try gegen den Kran werden. Schön wieder auf den Kran selber. Diese komischen Plättchen weg. Und dann haben wir's. Ironischerweise hier mal die Zielübersicht, besiege den Kraken und finde den dritten Teil des Spiegels der Träume. Alles super easy, weil man muss nur ein paar Bomben platzieren. Es gibt keine Probleme der Menschheit, die sich nicht mit Bomben lösen lassen, behaupte ich jetzt einfach mal. Da ist der nächste Teil des Spiegels der Träume, Teil Nummer 3. Aber erstmal will ich mein Gut haben. Kommen euch diese Soundeffekte oder dieser Soundeffekt von gerade, kommt der euch bekannt vor? Müsste eigentlich. Noch mehr Munition für die Superharpune? Auch cool wäre das gewesen. Ja, man kann sich hier ja mal umsehen. Ich meine, da passiert ja jetzt nichts mehr. Alter, wer braucht fast 600 Schuss dafür? Ganz ehrlich, muss man doch mal irgendwann... Alter, wie viel ist denn hier noch? 6, 7 mit dem, was ich verbraucht habe. 800 Schuss? Ja gut, ein Medikit kann man immer gebrauchen. Aber jetzt mal ernsthaft, wer braucht so viel Schuss? Irgendwann musst du doch mal kapiert haben, wie du das Vieh platt machst. Ich meine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk oder irgendwie schwer zu verstehen. Naja, würde ich mal sagen, nehmen wir mal unseren Schatz. Das war sehr beeindruckend, Dr. Jones. Schluss damit, Schätzchen. Ich habe, was Sie wollten. Und jetzt sagen Sie mir, was hier los ist. Warum haben Sie und Kai mir die Deutschen verschwiegen? Der Mann, den Sie als Marschall Kai kennen, ist nicht der, für den Sie ihn halten. Kai Ki-Chang ist nicht nur ein normaler Offizier, sondern auch der Anführer der Schwarzen Drachen, einer der mächtigsten Triaden Chinas. Er macht mit den Deutschen gemeinsame Sache, um das Herz des Drachens zu finden. Dann sind Sie vermutlich auch nicht seine Sekretärin. Ich unterstütze die chinesische Regierung bei der Überwachung der Schwarzen Drachen. Ursprünglich wollte ich selbst verhindern, dass Kai das Herz findet. Aber dann haben Sie alles noch komplizierter gemacht. Wie das? Als Sie den ersten Teil des Spiegels gefunden haben, witterte Kai seine Chance. Er will die Deutschen übergehen und das Herz selbst behalten. Er ist so verrückt wie die Deutschen. Und genau deswegen müssen wir das Herz vor Kai oder den Deutschen aus der Grabkammer holen. Warum sollte ich Ihnen trauen? Erstens hätte ich Sie problemlos den Deutschen überlassen können. Und zweitens... brauche ich nichts von Ihnen. Gutes Argument. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Folgendermaßen. Wir fliegen nach Hongkong. Dort treffen wir uns mit einem Schmuggler, der uns zu Kais Festung bringt. Hört sich gut an. Gehen wir. Wir haben also einen Plan. Es geht nach Hongkong. Und damit mache ich auch hier erstmal einen Cut.
Hongkong gucken wir uns in dem nächsten Teil an. Das war Istanbul. Bye bye Istanbul. Und ich sag dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.